guten Morgen, ich steh jetzt auf. Ich meine über dem Ding meine Sorgen, lass ich im Traum. Schlafe nicht auf, steh dann ohne sie auf diesem Morgen. Kann man Da ist das Ding. Heute lüften wir mal das Geheimnis der Shaper Oregon. Für die Unwissenden, die Shaper ist eine handgeführte CNC-Fräse. Und damit wir nicht lange um den heißen Brei reden, wir packen das Ding jetzt erstmal aus. Wie man sieht, komplett klein und handlich. Kann aber so viel wie eine große CNC-Fräse. In meinen Augen eine absolute Revolution für das kleine Handwerk. Ich betone extra kleines Handwerk. Die Industrie besitzt CNC-Fräsen für 200.000 Euro. Die können dasselbe. Aber dieses Ding hier kostet nur knapp 3.000 Euro. Und wir kommen damit auch zum Ziel. Es sind also kaum Programmierkenntnisse erforderlich, für das Ding hier zu bedienen. Ich durfte die zum ersten Mal in der Hand halten auf dem Maker-Hub-Treffen beim Habu. Hab dort dann auch den Dozent Florian von der Firma Shaper Deutschland kennengelernt. Und dann waren wir die Tage in Stuttgart auf der Schulung. Ja, er hat mir gesagt, ganz bald, mach bloß nicht beim Pre-Order mit beim amerikanischen, das europäische Gerät kommt ganz bald. Das war irgendwie 2016 oder sowas. Und dann hat es nochmal gedauert und dann bin ich 2018, glaube ich, dazugekommen und waren da auch noch als Handwerk mit genau dem gleichen Gerät. Nur der falsche Stecker, falsche Spindel drin. Und dann dauert es halt doch nochmal 2 Jahre, bis man wirklich liefern kann. Und das sind the reality of product development. Um grundsätzlich mal die Anwendung erklärt zu bekommen, wie das Ding funktioniert und vor allem, woran es sich orientiert. Und zur Demonstration habe ich mir hier ein kleines Projekt überlegt, da gehen wir jetzt mal hin. Dazu habe ich mir jetzt hier diese schöne alte Eichenbohle rausgesucht, die auf der rechten Seite da einen Riss hat. Dort werden wir ein Butterfly einfräsen. Und dann hier noch einen Schriftzug reinsetzen. Also auch für mich starte ich hier mit einem kleinen Projekt. Auf der Schulung haben wir doch einiges gelernt über dieses Teil. Aber ich denke, man muss noch etliche Stunden investieren, um das Ding wirklich im Griff zu haben. Und das hier ist so ziemlich das, was wir in der Schulung kennengelernt haben. Und das setzen wir jetzt hier mal um. Damit das Ding hier ein bisschen handlicher wird, werden wir das jetzt erstmal auf die endgültige Länge kürzen. So, dann richten wir das hier unten mal an der geraden Kante aus. Und dann will ich das hier in einem Winkel von 37 Grad erstmal abschneiden. Das hat mit dem Standort zu tun, wo das Ding später hin soll. Und abschneiden tun wir das jetzt traditionell auf der Kreissäge, nicht mit der Shaper. Gut, die Länge ist unwiderruflich festgelegt. Die Schräge auch, 37 Grad ist die Dachschräge in meinem Badezimmer. Dann brauchen wir noch ein Stück Holz, was sich farblich schön absetzt von dem Eiche hier. Und dazu nehmen wir hier so ein Stück Wenge Massivholz. So viel zu unserem Grundmaterial. So, mein Wenge Massivholz ist jetzt 12 mm dick. 12 mm, weil wir Multiplex haben in 12 mm und ich das gleich schön dahinterlegen kann. Warum seht ihr später? Und das Brett hier hat eine Rohdicke von 24 mm, war schon einmal durch die Hobel geschoben. Dazu brauche ich dann auch eine Platte, die genauso dick ist wie dieses Brett hier. Jetzt starten wir erstmal mit dem Einlesen von unserer Datei. Da kommt er rein, der Stick. Die Datei habe ich mir eben auf der Shaper-Seite runtergeladen. Und das ist einer der vielen Butterflies, die schon hinterlegt sind. Nächster Schritt. Wir lösen die Spindel von der Maschine und spannen uns einen 6 mm Fräser ein.
Also die Aufnahme hier von der Spindel ist dieselbe, wie man die kennt, von der Oberfräse. Die Spindel ist übrigens von Festool und somit auch mit der Handhabung absolut gleich. Ich habe also hier oben einen Feststeller, um das ganze Ding zu arretieren, damit ich das hier lösen kann mit dem Schlüssel. Und dann sind im Zubehör hier schon verschiedene Fräser dabei. Und wir nehmen jetzt hier den Sechser. Handfest anziehen. Und dann wieder rein mit dem Ding. Wieder festdrehen und den Strom aktivieren. Die erste Meldung, die jetzt hier kommt, kein Tape gefunden. Kann sie auch nicht. Es ist noch keins hinterlegt. Man kann also sehen, wenn ich hier mit der Hand dahinter fahre, dann kann ich meine Hand in dem Display sehen. Das heißt, die kann auch später dieses Band erkennen. Und jetzt kommen wir zu dem Band. Das hier ist die Wunderlösung. Hier sind Dominosteine aufgedruckt und diese klebe ich jetzt auf mein Werkstück. Das Ding wackelt hier ein bisschen. Das heißt, ich habe mir eine dickere Platte gesucht und werde das hier gleich fixieren, dass das nicht kippelt. Dazu habe ich eine 28 mm Multiplex-Platte gefunden und noch eine 12er für den Butterfly daraus zu fräsen. Mit dem Butterfly werden wir jetzt starten. Dann machen wir mal Platz hier. Fräsen werden wir dann hier vorne und jetzt fixieren wir erstmal das Stück hier auf unserem Tisch. Einfachste Lösung, doppelseitiges Klebeband. Dann kommt das Ding da drauf. Fest. Super. Die Multiplexplatte dahinter. Damit uns das Ganze nicht verrutscht beim Fräsen, werden wir das hier auch fixieren. Und jetzt kommen wir hier zu unserem Klebeband. Die gibt es also für 6 Euro von Shaper dazu. Und wenn ich jetzt hier hingehe und meine Klebestreifen hier auf dieses Brett hier mache, kann ich ja dieses Brett auch später immer wieder verwenden. Ich brauche also nicht immer neues Klebeband zu verwenden, sondern kann mir eine Schablone machen, die ich später multifunktionell einsetzen kann. Dann braucht das Gerät eine gewisse Anzahl an Dominos, damit es weiß, wo es sich später befindet. Ich probiere das jetzt mal mit 3 Streifen hier. Im Endeffekt ist es egal, ob die schief oder gerade aufgeklebt sind hier. Das reicht frei Hand. Dann setzen wir unsere Maschine hier auf. Und jetzt kann ich hier diese Klebebänder hier im Display erkennen. Das ist also von hier hinten. Wenn ich hier mit der Hand dahinter gehe, sieht man das nochmal. Selbst wenn ich hier bis an die Maschinenkante dran fahre, habe ich das noch eingescannt hier, das untere Band. Und jetzt starten wir hier mit Scan. Neuer Scan. Scan starten. Und jetzt fahren wir diese Dominos, fahren wir jetzt hier einfach einmal ab. Wenn die dann im Display blau erscheinen, fertig. Arbeitsfläche wird aktualisiert. Jetzt springt das Ding hier um auf Gestalten. Ich glaube, hier oben zeigt er mir an, er hat noch nicht genug Dominos eingelesen. Ich mache da jetzt einfach noch einen Klebestreifen dabei. Dann scanne ich das nochmal neu ein. Okay, jetzt wird mein Domino nicht mehr rot angezeigt, sondern schwarz. Jetzt habe ich quasi mit diesen Dominos hier dieses Holzstück digitalisiert. Und die Maschine weiß jetzt, wo die sich hier befindet. Und jetzt fangen wir an mit Gestalten. Wir gehen also hier auf den USB. Und hier ist das Teil, was ich eben runtergeladen habe von der Shaper-Seite. Das ist der Butterfly. Rotieren heißt, wir drehen das jetzt mal um 90 Grad. Fertig. Jetzt hat er das Ding hier gedreht auf dem Display. Jetzt legen wir noch die Größe fest. Wir gehen mal auf 90 mm. Und dann fragt er mich jetzt hier nach einem Ankerpunkt. Und dann wähle ich hier die untere linke Ecke. Das ist jetzt mein Ankerpunkt. Den habe ich jetzt hier unten auf unserem Stück einfach mal freihand ausgerichtet, dass er mir hier nicht rausfräst.
und lege das somit fest hier. Platzieren. Da startet er jetzt seine Bemaßung. Dann gehen wir hier mal in den Fräsmodus rein. Jetzt fragt er mich erstmal nach dem Durchmesser von dem Fräser. Da geben wir 6 mm ein. Dann fragt er mich, ob er an der Außenkante von der Linie fräsen soll oder an der Innenkante. Da wir im Moment jetzt das Positiv quasi ausfräsen, fräsen wir auf der Außenseite, damit das Stück wirklich übrig bleibt. Und bei unserem späteren Stück fräsen wir auf der Innenseite. Das heißt, wir können das mit dem gleichen Programm fahren. Dann können wir hier noch einen Versatz eingeben, ob wir hier von der Linie, sage ich mal, 2-3 mm rüberfahren wollen oder sogar im Zehntelbereich können wir das versetzen. Aber das steht jetzt auf 0 und jetzt müssen wir erstmal den Nullpunkt für die Z-Achse festlegen. Das heißt, wir machen jetzt einen Z-Touch. Das heißt, die Maschine fährt mit ihrer Spindel nach unten bis aufs Werkstück auf und weiß dann, wo 0 ist. Und von da an kann ich hier oben eingeben, inwieweit sie noch tiefer geht. Ich drücke jetzt hier mal drauf und wir sehen, wie die nach unten fährt, bis sie sich angehoben hat. Z-Touch ist fehlgeschlagen, wahrscheinlich weil ich das Ding nicht festgehalten habe. Erneut versuchen. Okay, sie weiß jetzt, wo 0 ist. Wir fahren wieder zurück in unsere Position, die sie sich gemerkt hat von eben. Und dann geben wir noch die Frästiefe ein. Ich denke, wir machen das hier mal in 3 Schritten. Bei 12 mm Material gehen wir jetzt erstmal 4 mm runter. Jetzt sollte alles soweit eingestellt sein. Dann legen wir mal los. Machen wir noch den Staubsauger hier dran. Den starte ich hier manuell, weil der Computer in dem Gerät hier doch ziemlich viel Strom zieht und der sonst eben im Dauerbetrieb läuft. Also machen wir den jetzt zuerst an und danach wird die Spindel gestartet und dann geht's hier los. Also man sieht hier vorne, das ist ziemlich knapp hier am Rand von meinem Holz, aber das ist hingegangen. Und das ist das Ergebnis einer Freihandfräsung mit der Shaper. Eigentlich ein unglaubliches Resultat. Und wie geht das jetzt hier? Das ist die große Frage. Beziehungsweise wie funktioniert das Gerät? Das ist also so, die Spindel hier ist mobil und kann in jeder Richtung hier einen gewissen Fahrweg von einem Zentimeter oder so ausgleichen. Das heißt, wenn ich einen Bogen fahre mit der Hand, korrigiert die Spindel diesen Fehler aus und fräst trotzdem einen geraden Strich weiter. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis an dem Teil. Und die Punkte werden einfach nur dafür benötigt, dass die Maschine weiß, wo die sich halt jetzt im Moment gerade befindet, auf der Fräslinie, die hier oben angezeigt wird. Also ich schaue also hier oben nur in das Display und fahre den Fahrweg ab, den die Maschine mir vorgibt, und den Rest korrigiert die Spindel von selbst. Das war jetzt eine Tiefe von 4 mm. Ich stelle das Ganze jetzt hier um von 4 auf 8 und dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Solange ich also hier meine Position nicht geändert habe, kann ich mit der Maschine jetzt wieder zurückfahren. Und jetzt kann ich hier oben die Fräskontur erkennen. Das Einzige, was ich jetzt hier zu beachten habe, ist, dass ich mit diesem Kreis auf dieser blauen Linie hier bleibe. Die gestrichelte Linie ist die Mitte von dem Fräser und die grüne Linie ist die Kante von meinem Werkstück unten drunter, die ich jetzt gefräst habe. Was ich ja hier vorher eingestellt habe, dass ich auf der Außenseite meiner gezeichneten Linie die Fräsung mache. Dann kann man hier noch 2 Knöpfe erkennen. Das ist einfach nur, der eine Schalter ist für runter und der andere ist für wieder hoch. Das war's schon. Ich mache das Ding jetzt wieder an und dann fahren wir wieder auf dem gleichen Punkt runter. Ich lasse die Kamera mal so stehen, damit ihr hier oben die Fahrwege sehen könnt. Yeah.
Das ist jetzt das Ergebnis, durchgefräst bis in die Tischplatte. So kann man die Stärke von dem Material erkennen. Und dank dem Klebeband ist das nicht verrutscht. Dann lösen wir das mal hier. Ja, Klebeband ist noch hier unten dran. Und das ist unser Butterfly. Das erste Resultat von unserem Projekt hier. Dann bauen wir das mal alles wieder ab. Und jetzt machen wir uns mal Gedanken, wie wir das hier reingefräst kriegen. Das Ding ist natürlich etwas beweglich. Das ist ein bisschen dicker, das Material hier. Das heißt, ich werde das jetzt unterlegen. Ungefähr in Lamello-Stärke. Dann legen wir die Lamellos mal da drunter. Ja, das ist genau 0. Wir schrauben das an. Hier hinten machen wir eine Zwinge hin. Uiuiui. Wir machen da eine Zwinge hin. Jetzt muss das da runter. Da. 0. Alles super. Also die Fräsebene sollte nachher auf der gleichen Ebene liegen wie das Referenzbrett für die Dominos, die hier aufgeklebt werden. Ich denke, das reicht. Ich mal mir den mal grob hier hin, wo ich ungefähr hin will. Dann wieder zurück zur Fräse. Jetzt müssen wir erstmal hier die neuen Dominosteine einscannen. Neuer Scan. So, das wäre dann die untere Ecke. Wir gehen wieder in das Fräsprogramm. Der ist jetzt auf 12 mm Tiefe. Das reduzieren wir jetzt mal wieder auf, ich sag mal, 6 mm sollte der packen. Z-Touch. Jetzt habe ich hier noch Folgendes entdeckt. Er fräst mir also wirklich nur die Innenkontur, aber nicht innen drin die Tasche aus. Aber hier gibt es eine weitere Funktion. Die nennt sich Tasche. Und dann fräst er aber nicht genau am Rand, sondern er möchte erst grob die Tasche ausfräsen und später die Kontur nochmal nachfahren für ein saubereres Fräsergebnis. Also fräsen wir die Tasche. Jetzt hat er nur die Tasche rausgefräst, allerdings das Ganze noch ein paar Millimeter zu klein zu meiner Kontur, die ich eigentlich brauche. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in das Menü. Da gehen wir aus dem Taschenmodus wieder raus und gehen hier auf die Innenkante von unserer Kontur. Und dann fahren wir jetzt die ganze grüne Linie nochmal nach. Das ist jetzt die fertige Fräsung hier und jetzt sollte der da reinpassen. Und das tut er. Stramm. Auf den Zehntel genau. Es ist unglaublich. Wahnsinn. Einmal eingeleimt. Das lassen wir jetzt trocknen und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Ah ja, trocken ist es. Machen wir mal los. Dann bauen wir mal um. Nächstes Beginnerprojekt wäre Buchstaben einfräsen. Das haben wir auch auf dem Lehrgang gemacht. Außer die Mary, die hat direkt mal ein Yin-Yang programmiert und das ausgefräst. Bisschen unterlegt, dass es wieder bündig ist. Fräserwechsel. Hier ist extra so ein Gravierstift dabei, für Schriften auszufräsen. Und wieder von vorne. Einmal scannen. Erledigt. Dann gestalten. Erstellen. Text. Shaper Mate wollen wir nicht. Fertig. Höhe. Starten wir bei der Schrift mal mit einer Frästiefe von 3 mm. Gravur stellen wir mal auf 1 und Z-Touch.
Die Schrift war vorgegeben in der Maschine. Allerdings kann ich auch jede andere Schrift mir aus dem Zeichenprogramm rausziehen und das in Kurven umwandeln und dann hier jede beliebige Schriftart reinsetzen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Top Ergebnis.